Hallo allerseits und herzlich willkommen zum Lesemonat Juni. Ja, ein halbes Jahr ist schon rum und es ist sehr viel passiert in der Zeit, in dem halben Jahr. Genau, ich habe insgesamt 11,5 Bücher gelesen, was 3481 Seiten waren oder auch 116,035 pro Tag, was mal wieder weniger war als im Mai, aber ich habe auch ein mehr als 11 Stunden dauerndes Hörbuch durchgehört. Ich denke, deswegen ist die Bilanz ganz okay. Die Auslosung der XXL-Verlosung wird es irgendwann weiter hinten im Video geben. Das steht aber auch in der Infobox, wenn ich dran denke, ab wann das losgeht. Ja, zu den Büchern, die ich so gelesen habe, gehört Die Poesie der Hörigkeit von Lea Singer. Das Buch war auf der einen Seite ein bisschen wirr, aber auf der anderen Seite auch ziemlich cool. Und es geht um Mopsa Sternheim, die von Gottfried Benn ziemlich besessen ist, aber nicht ganz damit klarkommt, dass er nicht wirklich was von ihr will. Ja, also grundsätzlich ein sehr interessantes Buch, aber teilweise manchmal ein bisschen zu fragmentarisch für meinen Geschmack. Ja, ich denke, das ist eine recht akkurate Beschreibung. Was ich momentan noch lese, davon hatte ich, als es der Monat vorbei war, 126 Seiten erst gelesen von knapp 300. Immer gleiche Wege von Richard Russell, das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Normalerweise habe ich es ja nicht so mit Kurzgeschichten, sonst hätte ich euch auch schon mal öfter welche vorgestellt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Bisher geht es halt immer um Leute, die irgendwo im Leben sind, wo man denken würde, oh, die haben schon voll viel erreicht, aber dann ist da halt durch irgendwas eine Krise, entweder auf zwischenmenschlicher oder finanzieller oder welcher Ebene auch immer. Und drei von den Geschichten habe ich jetzt schon gelesen. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade in der vierten. Ja, mal gucken, ob es mir noch besser gefallen wird. Bisher habe ich halt so das Gefühl, er hatte Ideen, die man auch locker zu ganzen Manuskripten hätte ausbauen können oder die man so hätte verknüpfen können, so wie in diese gottverdammten Träume. Aber er hat sich für Kurzgeschichten entschieden und das ist manchmal ein bisschen komisch, aber dazu folgt später noch mehr. Und dann habe ich, nachdem ich erfahren habe, dass es ein Prequel zu Panem geben wird, ab dem 19. oder 20. Mai nächsten Jahres und es auf Deutsch und Englisch gleichzeitig rauskommt, richtig Lust wieder bekommen, Panem zu lesen. Und weil ich erst vor einer Weile den ersten Teil gelesen habe, habe ich dann den zweiten gelesen. Und das ist einfach mein absoluter Lieblingsteil. Ich finde ihn wundervoll. Ich finde ihn auch immer noch ganz toll. Ich liebe Panem einfach total. Und ja, das Buch hat mir natürlich auch wieder sehr gut gefallen. Ich bin so gespannt, wie das Prequel wird, was wahrscheinlich auch verfilmt werden soll. Und oh mein Gott, lasst uns bitte einmal an dieser Stelle kurz über Panem fangirlen und fanboyen, ja? Also, falls ihr auch Panem-Fans seid, verratet es mir unten in den Kommentaren, ob ihr es gut findet, dass es ein Prequel geben wird oder nicht. Ich bin gespannt. Ja, dann das Hörbuch Das Licht von T.C. Boyle, wo es um diese LSD-Kommune in Millbrook ging und eben die Leute, die da an dem ganzen Experiment quasi teilgenommen haben. Ich fand es nicht schlecht, aber sich die 11,5 Stunden durchzuhören, war halt manchmal schon ein bisschen anstrengend, einfach weil es halt unheimlich viel Zeit ist, die dafür gebraucht wird. Das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite ist es auch super so als Lückenfüller. Als geschriebenes Buch hätte ich es, glaube ich, richtig gut gefunden, aber der Sprecher hat mich tatsächlich ab und zu ein kleines bisschen genervt. Das ist immer so die Gefahr bei Hörbüchern. Ja, aber von Boyle habe ich bisher nur die Terranauten und eben das gelesen. Ich habe noch Wenn das Schlachten vorbei ist hier stehen. Und mein Freund und ich hatten irgendwann mal Wassermusik von ihm angefangen, aber da wir es irgendwie zusammen gelesen hatten, haben wir es dann abgebrochen und ich weiß gar nicht mehr wieso. Ich muss mir das Buch irgendwann mal holen, es liegt nämlich noch bei ihm und es lesen. Naja, seid ihr Boyle-Fans? Seid ihr keine Boyle-Fans? Lasst es mich wissen. Dann ein Buch, was ich jetzt mal einfach sehr großzügig als Buch gezählt habe, was aber eigentlich nur eine XXL-Leseprobe ist, ist Das Ting, was nur eine 200 Seiten Leseprobe ist von keine Ahnung wie viele Seiten später, wo es ganz grob gesagt, um noch nicht zu viel zu verraten, darum geht, dass junge Unternehmer beschließen, eine App zu entwickeln, und die einem lebenshelfende Entscheidungen geben soll und denen folgen sie bedingungslos. Das klingt schon irgendwie ziemlich creepy und ich bin so gespannt, wie das weitergehen wird. Aber zu viel möchte ich euch nicht verraten, weil das Buch einfach noch nicht draußen ist und dann dürfen wir auch gar nicht so viel sagen. Ja. Den Abschluss der Track-Reihe habe ich auch gelesen. Lou von Jason Reynolds. Das ist so eine richtig, richtig coole Reihe, wo es um ein Laufteam geht. Lou, das ist ein Junge, der immer dachte, dass er sehr, sehr besonders ist. Und ich meine, irgendwie sind wir das alle, aber er ist ein schwarzer Albino. Also jemand, der eigentlich schwarz wäre, aber ein Albino ist. Und es war eigentlich schon eine ziemliche Überraschung für seine Eltern dass sie ihn bekommen konnten. Aber jetzt sind sie nochmal schwanger und am Anfang ist Lou davon nicht ganz so begeistert und er muss auch irgendwie so seinen Glauben an die eigene Besonderheit wieder finden und damit klarkommen, dass sein Vater halt mal früher Drogen verkauft hat. Und das wird halt noch so ein bisschen aufgearbeitet und ja,
Also ich mag diese Reihe eigentlich wahnsinnig gerne, weil es halt auf der einen Seite um die Leidenschaft für Sport geht, um Freundschaften. Es ist einfach mal eine Serie mit schwarzen Helden, wo das einfach so völlig selbstverständlich ist, dass sie halt alle schwarz sind in diesem Buch. Und auf der einen Seite merkt man natürlich schon, dass manche Dinge ein bisschen anders sind als bei Weißen, aber auf der anderen Seite kann man das Buch halt trotzdem total problemlos lesen. Und das finde ich ist halt gut, weil das, ja, es einfach macht, auch mal schwarze Literatur zu lesen. Kann man das als schwarze Literatur bezeichnen? Lehne ich mich jetzt gerade zu weit aus dem Fenster? Ja, das ist schwierig zu sagen, und da ich selber nur ein Viertel schwarz bin und definitiv in die Kategorie Passing falle, weiß ich nicht, ob ich da so richtig ein Recht zu habe, was zu sagen. Aber naja. Ja, So schöne Lügen von Tara Isabella Burton war ein Buch. Ja, also es ging um eine junge Frau, die mit einem It-Girl sich angefreundet hat und dann sie aus Versehen umbringt und dann ihre Identität klaut. Das ist so die ganz grobe Handlung, und irgendwie fand ich das Buch merkwürdig. Also, das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Da hätte man viel draus machen können, aber es gab einfach so viele Stellen, wo ich mir dachte, nein, warum? Ja, und das war sehr schade. Dann kam noch von Barbara Pinn Vortreffliche Frauen. Das Buch ist eigentlich aus den 50ern, was man natürlich auch sehr gemerkt hat. Und es geht eigentlich um eine alte Jungfer, die neue Mitbewohner bekommt, nämlich ein Ehepaar. Und sie verguckt sich so ein kleines bisschen in den Ehemann, aber ein mit ihr befreundeter Pfarrer, also mit der Jungfer, verlobt sich, und alle dachten immer, dass sie total auf den steht, was sie aber eigentlich nicht wirklich tut, weil sie ein realistischer Mensch ist. Und dann geht es so ein bisschen einfach um Alltag, um diese Erwartungen an Männer und Frauen und wie die sich verhalten, gesellschaftliche Konventionen, bisschen Zwischenmenschliches und den Glauben an Gott. Und ja, ich fand das Buch eigentlich sehr gut, sehr unterhaltsam, und man merkt einfach, wie das Mindsetting früher ein anderes war. Und ja, gibt es eigentlich ein gutes Wort für Mindsetting auf Deutsch? Lasst mich das mal wissen. Ja, das war sehr, sehr, sehr interessant. Genau. Auch so interessant war Magisterium von Holly Black und Cassandra Clare. Das habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen. Und es geht um einen Jungen, der ein Magier ist, und sein Vater ist auch ein Magier, aber er findet das ganz schrecklich, dass sein Sohn ein Magier ist, weil er eine Ablehnung gegen die Magierschule hat, weil seine Frau gestorben ist bei einem magischen Krieg, in einem magischen Krieg. Genau, und es gibt auch so böse Zauberer. Oh, welche Überraschung! Und es besteht halt die Gefahr, dass die Schule von denen so ein bisschen infiltriert ist. Und ja, da muss der Junge sein erstes Schuljahr in dieser neuen Schule bestreiten. Und das Ding ist, dass er halt aus Kindertagen eine Verletzung erlitten hat, die sein Vater zwar hätte heilen können, aber es nie getan hat. Und naja, deswegen ist der Junge jetzt so ein bisschen verkrüppelt. Wie das dann so ist, also manchmal wirkt es natürlich schon so, als ob man da so ein bisschen am Harry Potter oder so geschnuppert hätte. Welche Überraschung! Aber es ist doch nochmal anders, und ich bin sehr gespannt, wie der zweite Teil ist. Und was ich richtig dumm finde, was da Löber hat auf der Seite, also hat so eine ganze Seite zu Magisterium auf der Website, und die Bücher sind einfach so angeordnet, dass man als unbedarfter, unerwarteter Leser, Leserin auf diese Seite kommt, und wenn man nur was zu Band 1 nachgucken will, wird man einfach direkt schon zu den anderen Bändern gespoilert. Und das ist so ein bisschen so, warum? Das hat mich sehr aufgeregt. Aber naja. Nochmal was Ernsteres war dann Darktown von Thomas Moon. Da ging es um die erste schwarze Polizeieinheit von Atlanta, und das Buch fand ich eigentlich mega gut. Das ist so ein bisschen historisch und politisch. Es ist ein bisschen an die Ereignisse angelehnt, die es damals so wirklich gab, weil es natürlich irgendwann eine erste schwarze Polizeieinheit in Atlanta gab. Und das ist, hat natürlich viel mit Rassismus zu tun, aber es ist halt auch irgendwie noch mein Krimi. Aber keiner von der langweiligen Sorte. Es ist wirklich interessant, ohne dass das jetzt so ein richtig krass actiongeladenes Ding wäre. Und das fand ich sehr erstaunlich. Im Herbst kommt der zweite Band raus, Weißes Feuer heißt der. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Ob der auch genauso gut ist, wie es dann den Polizisten weitergeht. Weil das Buch halt kein historisch korrektes Buch ist, also auch nichts Biografisches. Ja. Noch mehr politische Sachen. Homo Deus, eine Geschichte vom Morgen, ja, und weil ich ein Buch aus der Auflage erwischt habe, bei der es anscheinend ein bisschen Produktionsprobleme gab, ist bei mir die Schrift einfach schon komplett ab vom Cover. Leicht nervig und so. Aber gut, in dem Buch geht es eben darum, was so vermutlich dazu geführt hat, dass die Menschheit die Krone der Schöpfung werden konnte oder sich dafür selber hält. Aber auch, was für Herausforderungen wir uns in Zukunft stellen müssen. Wobei das Buch tatsächlich mehr sich auf die Vergangenheit konzentriert, als es jetzt zum Beispiel 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert tun. Das Buch ist aber auch, glaube ich, 2-3 Jahre noch mal älter.
Ich fand's gut, ich fand's sehr interessant. Ich finde die Analysen von Harari immer sehr interessant und sehr erleuchtend. Ist einfach nochmal was anderes. Er ist auch sehr kritisch, auch gegenüber seinem eigenen Kulturkreis, aus dem er kommt. Er ist ja Jude, aber er ist auch schwul. Und ja, das sind politisch sehr interessante Analysen. Was übrigens etwas ist, was ich auch über das letzte Buch, was ich zumindest angefangen hatte im Juni zu lesen, sagen lässt. Nämlich Feuersturm von Andrew Roberts, damit bin ich jetzt im Großen und Ganzen durch. Und ja, da geht es eben um den Zweiten Weltkrieg und es ist wahnsinnig detailliert geschrieben. Klar, oft überlappen sich nochmal in Kapiteln bestimmte Zeitabschnitte, die erzählt werden, aber so, dass es halt sinnvoll ist. Dadurch werden unheimlich viele Facetten beleuchtet und Roberts ist sehr menschlich in dem, was er beschreibt. Also es werden auch mal Grabinschriften von irgendwie völlig unbekannten Soldaten zitiert, genauso wie aber auch mal Tagebucheinträge von Goebbels oder es wird auch über irgendwelche SS-Funktionäre mal gesagt, dass sie dann Musterschüler waren und immer sehr musikbegeistert oder so. Dadurch hat man einfach das Gefühl, dass man mal was über richtige Menschen liest und nicht nur diesen wahnsinnig großen, aber doch abstrakten Schrecken des Holocaust hat. Und das fand ich halt sehr, sehr gut. Was man über Roberts politische Einstellung sonst so denken mag, ist nochmal eine andere Sache. Also er ist wohl ein ziemlicher Brexit-Befürworter und so. Aber das Buch ist tatsächlich wahnsinnig gut. Und das fand ich sehr interessant, weil ich natürlich schon ein bisschen was mit dem Zweiten Weltkrieg, also mal drüber gelesen habe. Wer von uns nicht? Aber das Buch ist nochmal was Neues. Das ist wahnsinnig detailliert. Es ist jetzt nicht so, als ob das Buch völlig innovativ wäre, aber es ist doch nochmal was anderes. Ja, das war das, was ich so gelesen habe. Gesehen habe ich Madagaskar 3. Ich sag nur Afrotopfen. Harry Potter 3, dann das Frankenstein-Festival habe ich mir mit meinem Freund gegeben. Das war in der Brotfabrik in Bonn, das war ganz cool. Das waren Beiträge so über Frauen und ein bisschen so Science-Fiction und so. Aber auch eben historisch-politisch nochmal ein bisschen eingeordnet, ein bisschen feministisch. Das war eigentlich ganz cool und dann eben nochmal eine Frankenstein-Interpretation. Und der Frankenstein eine Frau war und ja, das war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann habe ich Panem 1 nochmal geguckt und Kutsch Kutsch Hotterhey, ein Bollywood-Film, der auf der einen Seite sehr romantisch ist, aber auf der anderen Seite, also ich kenne diesen Film schon sehr lange und dann habe ich ihn nochmal geguckt und mir sind einfach so viele Dinge aufgefallen, die ich jetzt, wo ich mich mehr mit Frauenrollen und so weiter beschäftigt habe, einfach teilweise als sehr störend empfinde. Das ist einfach von den Rollenvorbildern teilweise echt nicht so super. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Mögt ihr eigentlich Bollywood-Filme? Also ich muss sagen, ich bin damit aufgewachsen und es gibt einige, die ich sehr, sehr gerne mag. Auch wenn ich bei weitem nicht alle kenne. Welche Überraschung. Ja, dann haben wir noch mit der ersten Staffel von On My Block angefangen. Also meine Schwester, meine Mutter und ich. Und On My Block ist einfach eine mega coole Serie. Es geht um, ja, Kinder, die in einem Viertel aufwachsen, Freebridge heißt die Gegend, und es gibt halt Gang-Rivalitäten und der eine von den vier Freunden ist halt der kleine Bruder von einem Gang-Anführer und wird dann da halt aus dem Drang gezogen und das versuchen sie zu verhindern und ja, das ist natürlich gar nicht so einfach und es gibt noch so einen alten Schatz von einem Raubüberfall, von dem sich einer der vier Freunde in den Kopf gesetzt hat, den zu finden und zu diesen vier Freunden gehört auch ein Mädchen und sie ist halt das einzige Mädchen und jeder hat so seine eigenen Probleme oder ihre eigenen Probleme und das ist einfach eine sehr, sehr spannende Mischung. Es ist gut gemacht, es ist teilweise sehr unterhaltsam, aber es hat natürlich auch seine dramatischen Momente, wobei es gleichzeitig halt auch so auf so völlig alltägliche Jugendprobleme eingeht. Aber auch nochmal so Aspekte wie, ja, schwarz sein und so nochmal eine ganz andere Rolle natürlich haben als in so einem rein weißen Highschool-Drama. Ich fand's gut, wir haben jetzt die zweite Staffel auch schon fertig geguckt, die ist auch sehr gut. Ich warte auf Staffel 3, sage ich dazu nur. So, und jetzt kommt der Teil, auf den ihr alle gewartet habt. Noch nicht ganz. Nein, was habe ich im Juni so gemacht? Das möchte ich euch nur kurz in Kürze erzählen. Also zum einen habe ich die 1000 Abonnenten geknackt, was ziemlich cool ist. Am 3. Juni war das, glaube ich. Nein, am 2. Juni, genau. Am 3. Juni war ich bei einem Auswahlverfahren für die Bundeswehr für eine zivile Laufbahn. Ich habe immer noch nichts von denen gehört. Mal sehen, wann es da weitergeht, weil ich mir auch irgendwann Gedanken machen muss, wie es weitergeht. So mit dem Master, wo ich halt so ein bisschen hadere, gehe ich nach Bochum, studiere dann Nachhaltigkeit, also angewandte Nachhaltigkeit. Oder bleibe ich hier und beschäftige mich weiter mit Politik und engagiere mich hier auch. Ich bin jetzt, also ich habe auch eine grüne Jugend hier mitbegründet und bin jetzt hier auch immer
in den Fraktionssitzungen von den Grünen ins Wisstal und so. Und da hätte ich halt die Möglichkeit, auch als sachkundige Bürgerin ein bisschen in den Rat mit reinzugehen und all diese Dinge. Und in Bochum wäre das halt unter Umständen nicht möglich. Und ja, dann gibt es natürlich noch andere Master, die zur Auswahl stehen. Aber ja, und die Bundeswehr meldet sich halt nicht. Und ist halt schwierig, da eine Entscheidung zu treffen. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was für die Lindenstraße so gedreht. Noch drehen wir. Wir drehen, glaube ich, bis Dezember. Und im Frühjahr kommen dann die letzten Folgen. Nur so zu eurer Information. Sind sonst noch Dinge gewesen? Nö, eigentlich nicht. Das war's im ganzen, Großen und Ganzen. Ich habe noch für so einen Sat.1-Film, Herz über Kopf, heißt der, gedreht. Ich hatte selber Geburtstag, mein Vater hatte Geburtstag, eine Freundin aus der Uni hatte Geburtstag und es gab das erste Treffen für so eine Art Improvisationstheateraktion, Robin Hood. Und das wird, glaube ich, auch ganz lustig. Ansonsten laufen natürlich die Vorbereitungen für die Salome-Aufführung auf Hochtouren. Am 6.7. ist Premiere. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Vor allem, weil ich am 15.7. Klausur schreibe und vom 6. an bis zum 13. durchgängig spiele, außer am 9. Und ich zwischendurch noch auf den CSD fahren werde in Köln. Ich sonst noch Uni habe unter anderem, wobei das jetzt nicht mehr so viele Sachen sind. Ich möglicherweise beim Dauerstreik in Köln von Fridays for Future eine Rede halten werde, die ich noch schreiben sollte. Genau, ja. Aber jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ihr alle gewartet habt, nämlich die Auslösung. Ich war diesmal sehr faul und habe keine Papierzettelchen geschrieben, sondern mir eine App besorgt, mit der ich die Bücher für euch auslosen kann. Also, wir haben unter anderem zu verlosen gehabt Ein letzter Sommer. Und ich würde sagen, wir gucken mal, welcher der vier teilnehmenden Menschen dieses Buch kriegt. Und es wird... Tada, könnt ihr das lesen? Mrs. Moriarty. Der Name sagt mir was. Die hat schon länger, also kommentiert auch einfach schon länger. Das ist auch immer schön zu sehen, dass Leute gewinnen, die auch tatsächlich meinem Kanal definitiv folgen. Dann kommen wir zu Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies. Da ist der, die Gewinnerin, Schneggele. Okay, ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt, wenn ich euch jedes Mal das Handy hinhalte. Ja, also... Herzlichen Glückwunsch an dich. Weiter geht es mit Left to Fate. Da haben ein bisschen mehr sich für beworben. Das geht an Leserausch. Ich fand es auch sehr faszinierend, dass Leute gab, die einfach so als Kanalnamen nur einen Vornamen hatten, ohne irgendwelche Buchstaben oder sonst irgendwas. Ja, und es wäre fantastisch, wenn die Gewinnerinnen sich möglichst demnächst melden. Dann kann ich nämlich mal in einem Schwung zur Post gehen und muss nicht 5000 Mal gehen, wofür ich momentan echt nicht die Zeit habe. 100 Stunden Nacht geht an Lisa O. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ja, es haben diesmal sehr viele Leute mitgemacht für verschiedene Bücher, weil ich war sehr beruhigt, dass nicht alle für alle Bücher mitgemacht haben. Das wäre sonst sehr viel Arbeit. Mitternacht von Christoph Marzi geht an Janine Pelz. Die hatte sich ja auch für verschiedene Bücher beworben. Also manche hatten tatsächlich sich für alle beworben, aber es waren echt wenige. Was ich schade fand, dass es manchmal wirklich nur so 3-4 Leute gab, die für ein Buch in den Lostopf gesprungen sind. Auch wenn die Bücher ziemlich cool waren und bei anderen so richtig viele, aber das war zu erwarten. Der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stockwerk fiel, geht an... Es dreht. Jessica Hoffmann. Oder Hoffmann? Herzlichen Glückwunsch an dich. Genau, Greenwash Inc., einer meiner persönlichen Favoriten in dieser Verlosung, genauso wie der Tag, an dem der Goldfisch aus dem 27. Stockwerk fiel, geht an Books Paradise. Ich glaube, die hatte auch bei der letzten Verlosung schon was gewonnen. Ihr seht also, wenn ihr immer fleißig an meinen Verlosungen teilnehmt, gewinnt ihr auch was. Dann gab es noch ein Buch von Richard Russo. Ein Mann der Tat war das, glaube ich. Ich müsste es aber nochmal nachgucken. Und das geht an... Es hatten, glaube ich, nur 3 Leute teilgenommen. Ich muss nochmal drehen, weil es Lisa O. war. Es geht an Sturmtochter. Herzlichen Glückwunsch für dich. Ja, ich finde das immer schön zu sehen, dass eben verschiedene Leute gewinnen. Das ja, ist gut. So, dann geht es auch weiter mit dem nächsten Buch, nämlich Die Party. Da kann ich gar nichts zu sagen, das habe ich gar nicht gelesen, aber das passiert. Das geht an... Okay, Sturmtochter hat gerade gewonnen. Das ist das Problem. Ich kann die jetzt nicht noch rausnehmen. Marie Charlotte. Herzlichen Glückwunsch an dich.
wir nähern uns dem Ende. Es gab Lesezeit, so eine Art Kursgeschichten-Sammlungsbuch auch wieder. Das geht an, okay, nein, hat leider schon gewonnen. Nochmal jemand, der schon gewonnen hat. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das Problem ist, ich muss es irgendwie dazu kriegen, dass es denjenigen auch auswählt, der noch nicht gewonnen hat, weil ich mir das sonst leider echt nicht merken kann, wer was hier gewonnen hat. Die dem Öztürkçe'nin. Ich weiß, das war jetzt ganz schrecklich falsch ausgesprochen und das tut mir auch sehr leid. Hier hatten halt nur 4 Leute teilgenommen, wie ihr sehen könnt. Und das waren halt Sturmtochter, Jessica Hoffmann und Lisa O., die alle 3 halt schon gewonnen haben. Und ja, ich mache mir hier gerade Screenshots, damit ich am Ende noch weiß, wer das Buch gewinnt. Jetzt kommen wir zu Wunder. Wunder, da hatten erwartungsgemäß sehr viele teilgenommen. Das geht an Iona oder Lona Mess. Ja, also das war ja eine signierte Ausgabe von Wunder und ich muss sagen, ich bin sehr neidisch. Ich hätte auch gerne eine. Aber man kann nicht alles haben. So schöne Lügen, was ich euch auch gerade nochmal gezeigt hatte, geht an... Auch hier sind wieder ein paar dabei, die schon gewonnen haben. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht wieder passiert. Doch, natürlich. Aber wir kriegen das hin, dass jemand gewinnt, der die noch nicht gewonnen hat, nämlich Velaz, also somit V. Ich hoffe, ihr wisst immer, wenn ihr gemeint seid. Und als letztes gab es noch Nalia zu gewinnen. Auch hier besteht wieder die Gefahr, dass ich 2-3 Mal drehen muss, weil einfach schon ein paar gewonnen haben. Ja, Books Paradise hatte schon gewonnen, aber... mal wieder... Ja, aber selbst beim Ziehen hätte mir das ja auch passieren können. Dieses Handy ist echt dumm. Es wäre super, wenn es so wüsste, okay, nicht die Leute gewinnen lassen, die gerade ausgewählt wurden. Eva Alexa. So, damit haben wir die Gewinnerin und Gewinner des letzten Gewinnspiels. Des 21. Geburtstag und 1.000 Gewinnspiel. Ja, Mensch. Meine Güte, es waren 13 Bücher. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alle 13 erwischt. Lasst mich das mal lieber nachgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehr schön. Alle Bücher sind vergeben worden. Ich hoffe, ihr freut euch. Bitte lasst mir eure Adresse demnächst zukommen. Also ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt mir auch gerne einfach hier drunter kommentieren oder was auch immer. Aber bitte, wenn ihr mir schreibt, dass ihr gewonnen habt, schreibt mir bitte dazu, welches Buch bei 13 Büchern. Ich kann zwar natürlich nachgucken, wer es war, aber es ist für mich tatsächlich sehr viel einfacher, gerade wenn ihr einen ganz anderen Namen habt, als ihr euren Kanalnamen habt, wenn ihr mir einfach sagt, wer ihr seid. Ja, das war's soweit wieder von mir. Ist wieder ein langes Video geworden, tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!